Plötzlich tauchen im Netz diese Bilder auf. Russlands Präsident Putin trifft Wolodymyr Selenskyj. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell. Ihr Treffen offenbar geheim. I can't officially confirm that. Altkanzler Gerhard Schröder soll vermittelt haben. Just this much. Long-standing friendships pay off in the end. Okay, okay. Spätestens das Video, das sollte uns verraten haben. Denn dieses Szenario ist fake. Bilder, Text, Video, das alles haben wir kreiert mit einer künstlichen Intelligenz. Denn wir wollten wissen, wie schwer ist es für Laien, ein solches Szenario zu schaffen? Denn KI wird rasend schnell immer besser und das wirft Fragen auf. Was können wir noch glauben? Wem nützt sie? Wer missbraucht sie, vielleicht auch für politische Zwecke? Und nicht zuletzt, was bedeutet das alles für die Arbeit von uns Journalisten? Für unser Experiment haben wir uns Hilfe geholt. Von Informatiker Kamil Gavlik. Seine Softwarefirma nutzt seit Jahren KI. Er zeigt uns, was Tools wie Midjourney mittlerweile können. Und dann gebe ich zum Beispiel ein, genau das, was ich haben möchte. Also in Textform ist es so gemacht, dass jede Person so einfach wie möglich Bilder erstellen kann. Wir kennen das vom Googlen. Mhm. Man googelt ja auch genau das, also so wie man sagen würde, das tippt man bei Google ein. Und hier ist es genauso. Ich würde zum Beispiel sagen, Secret Meeting zum Beispiel. Dann starten wir das Ganze einmal. Bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt, weil das Resultat jedes Mal was komplett Neues ist. Mehr als einen Internetzugang und einen kostenfreien Account braucht es nicht. Nach 30 Sekunden ein erstes Ergebnis. Das ist auch zweimal Putin, fällt mir ein. Das heißt, es ist wirklich ein Try and Error, man muss es versuchen und irgendwann kommt dann das entsprechende Ergebnis raus. Aber ist ja interessant. Dann versuchen wir doch nochmal weiter. So ein fiktives Szenario zu schaffen, wie wir das gerade hier tun, das braucht vor allen Dingen Zeit. Das ist nicht kompliziert, aber es braucht Zeit, weil man es immer wieder neu versuchen muss mit den durchaus gleichen Befehlen, um zu hoffen, dass das richtige Bild rauskommt. Und es passiert eben auch sowas hier. Hier oben rechts sieht man zum Beispiel Putin und, naja, es kann man nicht genau erkennen, die geben sich die Hand, aber sie sitzen zum Beispiel auf nicht vorhandenen Stühlen. Also es kommt auch echt viel Quatsch bei raus. Ich würde es einfach nochmal eingeben, genau mit den gleichen Eingaben werden auch. Stunden vergehen. Am Ende sind wir mit einem Bild zufrieden. Finde ich gar nicht so schlecht. Für die fiktive Aussage von Gerhard Schröder nutzen wir das Programm 11 Labs. Die KI, die ihm neue Worte in den Mund legen soll, muss erst auf seine Stimme trainiert werden. Doch Deutsch kann sie noch nicht. Wir würden es jetzt sogar auf Englisch exportieren. Das heißt, Gerhard Schröder würde Englisch reden. Im besten Fall würde man eine Soundaufnahme auch nehmen, wo die Eingangssprache auch in Englisch ist. Das haben wir hier nicht. Haben wir nicht gefunden. Kein Schröder auf Englisch. Genau, das ist die Eingabe. Lieber Sigmar, liebe Genossinnen und Genossen, jede und je. Also ganz normal, Schröder eben. Rede. Genau. Und plötzlich spricht der Altkanzler dann doch Englisch. Und dann läuft es. I can't officially confirm that, but just this much. Long-standing friendships pay off in the end. Im Vergleich zu 2 Jahren komplett unaufwendig. Es kann mittlerweile jeder machen. Es kostet halt ein bisschen Zeit natürlich, auch Geld, wenn man es vernünftig machen sollte. Aber es ist jetzt nichts, was nicht jede Privatperson hinbekommen würde mit ein bisschen Recherche im Internet. Die Plattform Reddit ist voller KI-Bilder. Hier zeigt ein User ihre Entwicklung innerhalb eines Jahres am Beispiel von Midjourney. Das letzte Bild, nahezu perfekt, bis hin zur Spiegelung in der Sonnenbrille. Im Netz tauchen immer mehr solche Bilder auf. Der Papst im stylischen Daunenmantel, Jesus mit seinen Jüngern, Elon Musk als Müllsammler. In den Medien läuft die Debatte. Was kann KI und wo wird sie zur Gefahr? Was wahr ist und was nicht, das lässt sich vielleicht schon bald nicht mehr auseinanderhalten. Umso mehr sind diejenigen gefragt, deren Aufgabe es ist, genau das herauszufinden. In Berlin treffen wir eine Kollegin, die sich damit besonders gut auskennt. Sarah Tust arbeitet für Korrektiv, ein Recherchezentrum, das sich auch auf das Entlarven von Falschmeldungen spezialisiert hat. Wir haben selbst ein bisschen gebastelt. Wir haben ja so ein Eingangsszenario, Putin trifft Selenskyj im Wald und das ist bei rausgekommen. Ich finde ja, das sieht ganz gut aus. Was
sagst du als Expertin? Was fällt dir auf? Worauf achtest du, wenn du ein Bild prüfst? Okay, also ein kurzer Blick. Zuerst schaue ich mir die Hände an und an den Händen kann ich schon erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Der Daumen ist total unnatürlich geknickt. Das liegt unter anderem daran, dass künstliche Intelligenz gesteuerte Programme oftmals Schwierigkeiten haben, klare Linien darzustellen. Gib mir mal die Hand. So. Ja, stimmt. Das kann man gar nicht so machen, ohne mir die Finger zu brechen. Das nächste Merkmal, woran ich das erkenne, ist, dass die Haare sehr unnatürlich aussehen. Die sehen eher aus wie so ein Fell von einem Tier, ne? Und So sieht Menschenhaar nicht aus. Unser Bild eben nur beinahe täuschend echt. KI-Bilder entlarven für die Faktenchecker von Korrektiv bisher noch kein Problem. Die Sachen, die sich sehr viral verbreiten, sind oft viel, viel simplere Fakes als KI-generierte Bilder. Das sind zum Beispiel gefälschte Zeitungsartikel, das sind zum Beispiel Videos, die im falschen Kontext dann einfach verbreitet werden. Aber mit der Qualität und der Masse der Fakes steigt auch die Herausforderung für den Journalismus. Ich denke, wir müssen uns einfach vorbereiten. Also wir müssen anfangen, uns damit gezielt zu beschäftigen. Das ist einfach auch ein Problem. Für viele Journalisten war das im Alltag bisher kein Thema, sich damit zu beschäftigen. Da müssen wir für uns schauen, dass wir auch gucken, was sind bestimmte Tools, die ich benutzen kann, um die Bilder zu analysieren. Ihr Werkzeugkasten, um verdächtige Bilder wie dieses zu überprüfen, Suchmaschinen für die Bilderrückwärtssuche und das Programm Replicate, das möglicherweise manipulierte Stellen hell einfärbt. Doch die Tools nicht immer eindeutig. Und die KI entwickelt sich so schnell, dass die Software zum Aufspüren immer ein bisschen hinterherhinkt. Wir sprechen mit Judith Simon, Professorin für Ethik und IT. KI-Inhalte zu kontrollieren sei schwer. Diese verpflichtend zu kennzeichnen, wie von einigen gefordert, helfe nur teilweise, denn das könnte umgangen werden. Sehr, sehr viele Menschen, Millionen von Menschen können sehr schnell diese Technologien für alles Mögliche nutzen. Und das führt eben dazu, dass man überfordert ist. Ein Stück weit einerseits damit, wie schnell das geht. Der Rechtsrahmen ist häufig eben auch nicht entwickelt, um bestimmte negative Effekte einzuhegen. Denn die KI lerne nur auf Basis dessen, womit wir Menschen sie gefüttert haben. Fehler und Vorurteile inklusive. Die Folge: künstliche Intelligenz. Sie ist nicht frei von Rassismus oder Sexismus. Was ganz wichtig ist, sich klarzumachen, ist, die KI macht überhaupt nichts von alleine, sondern es sind immer Menschen, die Entscheidungen treffen, wofür sie KI einsetzen. Es geht weniger darum, wie wir die KI einhegen, als wie wir Akteure einhegen, die KI zu bestimmten Zwecken einsetzen wollen. Zum Beispiel für politische Stimmungsmache, wie hier Trump mit riesiger Anhängerschar, Macron beim Protest gegen seine eigene Rentenreform, Putin, der für Chinas Staatschef Xi Jinping in die Knie geht. Auch in Deutschland wird mit KI-generierten Bildern politisch Stimmung gemacht. Wir sind auf dem Weg zu Norbert Kleinwächter. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD hatte im März für diese Darstellung viel Kritik einstecken müssen. Die AfD macht Stimmung. KI zeigt wahres Gesicht der AfD. KI-generierte Desinformation. Auf YouTube rechtfertigt sich Kleinwächter und setzt noch eins drauf. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, bildet ein solches Bild natürlich nicht ein konkretes Ereignis ab, aber durchaus die Realität der Brutalität, die von gewissen und eigentlich auch den allermeisten illegalen Migranten beim Grenzübertritt an den Tag gelegt wird. Okay, für diese Behauptung bleibt Kleinwächter jeden Beleg schuldig. Er hat einfach mal seine gefühlte Wahrheit in ein Bild gepackt. Hallo. Er empfängt uns in bester Laune. Genau. Beinahe täglich generiert er Bilder via KI für seinen Instagram-Account. Sein Thema heute: das geplante Aus für Öl- und Gasheizungen. Wir machen jetzt einfach mal einen Mann und seinen Sohn.
die lassen wir uns einfach im Wohnzimmer auf einer Couch sitzen. Sitting in their living room on a couch, wearing very thick jackets und frieren. Freezing. Rumprobieren. Genau. Ich möchte noch mal über ein Bild sprechen, über das wurde schon häufig mit Ihnen gesprochen. Ja. Sie, wahrscheinlich wissen Sie, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte auf dieses Bild hier hinaus. Genau. Sie sprechen hier von Flüchtlingen allgemein, zumindest in dem Text. Ist das nicht auch eine Art, bewusst durch KI, und ich würde behaupten, nicht jeder erkennt, dass es tatsächlich ein generiertes Bild ist, Ängste zu schüren? Also ist das schon Propaganda? Nein, das ist keine Propaganda. Für mich ist das eine Art und Weise, für ein Thema zu sensibilisieren. Denn dieses Bild sei ja erkennbar, kein Foto. Aber können Sie zumindest nachvollziehen, dass es auch Stimmen geben, die sich da schon, also die das schon problematisch finden? Es ist eine Illustration, die hart an der Grenze ist, weil sie natürlich im Endeffekt etwas sehr Wahrnehmbares darstellt. Und zwar Leute, die aufgebracht sind, die potenziell gefährlich wirken können. Das ist aber wiederum etwas, was in der Tat in die Absicht meiner Vermittlung war. Und die KI malt ihm die Welt nach seinen Vorstellungen. Genauso hat er es auch schon mit dem Klimaprotest gemacht und mit Gesundheitsminister Lauterbach. Was bedeutet es denn für den öffentlichen Diskurs und vielleicht sogar, wenn wir weitergehen, sogar für die Demokratie, wenn jeder seine Meinung in täuschend echte Bilder packen kann? Daran werden wir uns gewöhnen müssen, dass das passiert. Ich glaube, dass diese Art der KI-Technologie tatsächlich nicht aufhaltbar ist. Das wird die Art der Kommunikation, gerade auch in den sozialen Netzwerken, erheblich verändern, weil sie im Endeffekt mit einer ganz anderen Flut von Bildern konfrontiert sind, die in der Tat oftmals dann dazu geeignet sein werden, Emotionen zu erzeugen, die geeignet sein werden, vielleicht auch tatsächlich Unfrieden zu stiften. Das kommt immer darauf an, was ich mit den Bildern im Endeffekt, welche Bilder ich verwende, mit welcher Intention ich sie verwende. Und das dann dazu führt, dass die Intensität der Diskussion heftiger wird. Warum machen Sie trotzdem mit? Weil wir als AfD in der Kommunikation die sozialen Medien brauchen. Und das bedeutet, sie müssen knallhart mit der Faust ins Auge kommunizieren. Das ist eigentlich nicht mein Stil, aber das ist der Stil, der durch die Schnelllebigkeit der sozialen Medien wohl eingefordert werden wird. Interessante Logik. Ohne die sozialen Medien gehe es nicht. Und eben deren Funktionsweise zwinge die AfD zu reißerischen Bildern und Aussagen. Wo also liegt das Problem? Beim Mensch oder der Maschine? Es ist wie oft bei revolutionären technischen Entwicklungen, sagt Hacker Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Die KI selbst ist weder gut noch böse, aber diese Technologie trifft halt auf eine Gesellschaft, die bereit ist zu glauben, dass die Regierung LSD vom Himmel sprüht in Flugzeugen oder dass die Erde eine Scheibe ist. Oder dass es sinnvoll wäre, die AfD zu wählen. So, wenn man diesen Leuten irgendwie, wenn man auf diese Gesellschaft trifft mit sowas, dann gibt es natürlich Probleme. Die Theorie der liberalen Demokratie, die wir haben, setzt irgendwie voraus, dass die Menschen sich über zumindest die Fakten einig sind. Und wenn man sich noch nicht mal über die Fakten einig ist, dann sind natürlich auch alle Konsequenzen und Interpretationen, die man daraus ableitet, hinfällig. Und du hast auf einmal Parallelwelten, in denen fundamentale Realitäten unterschiedlich sind. Künstliche Intelligenz, für ihn ein mächtiges Werkzeug. Und den Umgang damit müssen wir erst lernen. Ich würde vermuten, dass die Gesellschaft jetzt erstmal sehr viel positive Dinge damit machen wird. Dann in so ein Halbfeld, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, welche Limitationen KI hat. Und dann werden wir in düstere Szenarien geraten, weil wir KI zu viel vertrauen, weil wir KI überschätzen. Und dann werden wir irgendwann korrigieren. Aber auf dem Weg dahin müssen wir so ein paar Herdplatten schon mal die Hand drauflegen. Technisch lasse sich künstliche Intelligenz nur schwer einschränken. Und er zeigt mir auch gleich ein Beispiel. Eigentlich sollten sich solche pornografischen Bilder nicht so einfach generieren lassen. Wie lange hast du gebraucht, um diesen Sicherheitsfilter auszubauen? 5 Minuten. Aber die Ergebnisse sind auch nicht so gut.
diese Bilder eine Spielerei. Aber ohne Sicherheitsfilter wären auch hetzerische oder verletzende Inhalte leicht herstellbar. Umso wichtiger sei es zu hinterfragen, was wahr ist und was nicht. Journalistische Standards und was sie bedeuten, sind den Menschen einfach nicht geläufig. Und diese so Kernkompetenzen werden Menschen brauchen, um damit umzugehen. Was können Journalisten tun, um so gut es geht, eine Orientierung zu bieten? Das beschäftigt auch das Investigationsteam der Zeit. So. Vor allem, wenn die Zeit knapp ist. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, wie gut diese Technik werden wird, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, solche Sachen einfach in der Schnelle der Kurzlebigkeit von Breaking News zu widerlegen. Wenn es schnell gehen muss, kann künstliche Intelligenz aber auch helfen. Ich habe hier zum Beispiel für die KI das vorbereitet. Sascha Fenor nutzt sie bereits jetzt, um unsortierten Datenbergen schnell Struktur zu geben. Die KI erkennt zum Beispiel Namen und Geburtsdaten. Aber einfach diese Grundlage ist für mich schon eine enorme Zeitersparnis. Also wir haben eine Arbeitsgruppe, die auch schaut, wie können wir im produktiven Ansatz KI für uns verwenden. Also ein Anwendungsfall könnte sein, ich habe einen Artikel geschrieben und überlege jetzt, was ist denn die beste Überschrift und kann dann einfach per Knopfdruck die KI bitten, mir mal 30 Varianten vorzuschlagen. Das heißt nicht, dass da am Ende unbedingt die Überschrift dabei ist, aber sie ist für mich ein guter Gegenspieler, an dem ich mich reiben kann. Was bleibt? Ist KI nun mehr Chance oder Gefahr? Ich sehe darin eine absolute Chance. Ich glaube, mehr Gefahr. Um daraus eine Chance zu machen, wird sich da sehr viel tun müssen. Wenn ich es abwägen sollte, ich sehe es 50-50. Man soll die KI mehr als Chance sehen und dazu verwenden als täglichen Helfer sozusagen. Chance. Warum? Weil sie Arbeitsprozesse erheblich verkürzen können. In den Händen der falschen Leute eine Gefahr und in den Händen der richtigen Leute für die Breite der Gesellschaft eine riesige Chance. In einem sind sich unsere Gesprächspartner einig, wir müssen uns vorbereiten. Künstliche Intelligenz scheint zwar noch nicht ganz so in der Lage zu sein, die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auch tatsächlich verschwimmen zu lassen, aber sie wird rasend schnell immer besser. Für Journalisten, aber auch für uns alle bedeutet das, wir müssen genauer hinschauen. Denn vielleicht ist es nur noch eine Frage von Monaten und dann wirkt das Treffen zwischen Putin und Zelensky vielleicht wirklich täuschend echt.